Draußen stürmt Nadja und auf dem Platz stürmt Marcel Bär für den TSV 1860 München mit Erfolg. Herzlich willkommen zur Ausgabe 44 vom 60er.de-Talk nach dem Auswärtssieg bei Viktoria Köln. Ich begrüße heute zwei Vertreter von 60er.de hier in der Runde, also mit mir eigentlich drei, aber wir sind jetzt mal nicht mehr zu viert. Zunächst einmal den Christian, der auch anwesend war vor Ort, wie wir schon am Bild sehen können, der uns gleich Eindrücke liefern wird aus dem Sportpark Höhenberg. Servus Christian. Hallo Jan und hallo Bernd. Genau, und ein Rückkehrer nach einer kurzen Pause, nachdem er letzte Woche mal nicht mit dabei war und sich ein bisschen entspannen durfte, die Füße hochlegen konnte, hat er jetzt heute auch schon die Taktiktafelanalyse wieder herausgebracht. Wir sprechen nämlich am Montagabend zusammen. Servus Bernd, schön, dass du auch dabei bist. Ja, grüß dich jetzt mal, servus Publikum. Ja, wir fangen einfach wieder an. Und zwar mit dem Erfreulichen vom vergangenen Sonntag, also gestern, um genau zu sein. Auswärtssieg in Köln, ein wunderbarer Ausflug. Christian und ich können von ein Lied singen. Wir waren nämlich insgesamt mit 5 60er-Vertretern vor Ort, wobei wir tatsächlich mal nicht auf der Pressetribüne waren, sondern einfach ganz normal als Fans uns da in den Sportpark begeben haben. Wir fangen doch einfach mal an zu erzählen, Christian. Ich glaube, du bist ja auch früher angereist, hast du gesagt, ne? Du hast ja, ich glaube, den Freitag und Samstag schon im hohen Norden, kann man nicht sagen, aber im Westen der Republik verbracht. Was waren dann die Pläne vorab? Absolut richtig. Ich war lange da und genau. Schön finde ich übrigens die Formulierung, dass wir uns ganz normal da aufgehalten haben, weil da werden wir ja gleich noch drauf kommen, wie normal das dann war, dass da unter diesen 750 Zuschauern auch ein paar Löwenfans waren. Ah, da kommen wir sicher gleich drauf. Genau, ich bin aus mit familiärer Verbundenheit nach Köln schon am Freitagabend angereist mit meinen Söhnen. Und wir haben dann geschaut, was wir am Samstag fußballtechnisch machen können. Da war einiges, wäre auch in der Region geboten gewesen. Also ersten Ligen haben wir nicht gespielt, aber Regionalliga West zum Beispiel habe ich aber jetzt heute gerade gesehen. Alles, was da vielleicht hätte sein können, also sage ich jetzt mal Fortuna Köln, Rot-Weiß Essen oder in Wuppertal wäre was gewesen, ist alles abgesagt worden. Habe ich aber jetzt im Nachhinein gesehen, weil die belgische Liga hat wieder vor Zuschauern gespielt. Also die haben das Wochenende davor noch Geisterspiele gehabt, aber jetzt wieder 70% Auslastung und dann leider Standard Lüttich war nicht möglich, aber immerhin Serrain, ein Vorort von Lüttich, Aufsteiger, Vorletzter der belgischen Liga, hat gegen Eupen, ich weiß nicht, das ist so irgendwie mit einer deutschen Minderheit, glaube ich, also Open, glaube ich, sagt man irgendwie, gespielt. Die sind, glaube ich, Fünftletzter. Aber da ist der Stefan Krämer der Trainer, der Ex-Uerdinger und Magdeburg-Trainer. Ja, und das Spiel haben wir uns dann am Samstagabend 18:30 Uhr. Da waren auch noch ein paar andere Löwenfans. Einer ist auch erstmal bei uns mit hingefahren. Da waren wir vor Ort. Ein grottiges 0:0 auf einem katastrophalen Rasen gesehen. Und ich schicke es vorneweg. Am Sonntag habe ich da ein wesentlich besseres Fußballspiel gesehen. Ja, nicht nur mit mehr Toren, also einem Tor mehr, sondern genau, auch so. Also das war echt, da war ich entsetzt. Also Abstiegskampf, belgische Liga, boah, das war wirklich, also vom Niveau her ein Desaster. Also ich war im Grunde keine Torchancen und die eine, die es so halb gab, war so eine klassische, wenn man im Abstiegskampf steht, wie man sowas dann verbaselt. Nett war es trotzdem, schön war es trotzdem, genau. Und am Sonntag dann als Krönung der Sieg im Sportpark Höhenberg, ja, den du ja auch miterlebt hast. Genau. Den habe ich auch miterlebt, genau. Und der Dritte in der Runde hier, der Bernd, war vermutlich am Bildschirm und also das heißt vermutlich, er war auf jeden Fall nicht in Köln anwesend, das hätten wir gemerkt, denke ich. Wie war denn der Eindruck da quasi am Fernseher von dem Spiel? Also das wäre nochmal ein anderer Eindruck als den man im Stadion, denke ich, gewinnt. Wie hast du das Spiel insgesamt gesehen über 90 Minuten? Ja gut, vergleichen kann ich es ja jetzt nicht direkt, weil ich es ja nur im Fernsehen gesehen habe, aber es war halt, für mich war es ein ja, dreckiges Kampfspiel, mehr oder weniger, das beide Mannschaften angenommen haben mit dem eindeutig glücklicheren Ende für die 60er. Aber ich habe es in der Taktiktafel auch geschrieben, das Glück gehört den Tüchtigen. Und das Fortuna hat da schon quasi den richtigen Sieger gewählt. Viktoria. Ach so, du meinst die Fortuna. Ich dachte, du meinst Fortuna. Die Fortuna. Um Gottes Willen. Nein. Die Fortuna, ja, okay. Fortuna. Meine ich damit. Victoria ist, glaube ich, die Siegesgöttin, Fortuna die Glücksgöttin. Also. Ja, richtig. Und Corona haben wir. Beide gehabt, passt ja auch. Ja,
Ich habe mir zwei Zahlen rausgenommen aus der Taktiktafel, die wieder sehr umfassend waren, echt cool. Aber die schlechteste PPDA, also quasi die Pressing-Intensität, war so schlecht wie noch nie in der Saison bei uns und auch nur 36% Ballbesitz. Kann man dann trotzdem von einem verdienten Sieg sprechen, Bernd? Nee, ich hatte es schon gesagt, der Sieg war durchaus glücklich, weil ohne unseren Torwart verlieren wir das vermutlich. Was der gehalten hat, brutal. Das mit der PPDA, also die Pressing-Intensität, wenn man generell auf Konter und Umschalten spielt, dann darf man nicht mit einer hohen Pressing-Intensität rechnen. Das ist da nicht vorgesehen. Ja, also wir holen uns mit dieser Taktik die Bälle nicht in den Bereichen, die Pressing-relevant sind, sondern näher bei uns am Strafraum und versuchen dann einfach durch schnelles, vertikales Spiel nach vorne zu gehen. Das sind dann natürlich riskante Pässe und riskante, lange Pässe nach vorne werden öfter mal abgefangen. Dadurch erklärt sich auch die etwas schlechtere Passgenauigkeit, die 60 gegenüber der Viktoria hatte. Allerdings ist es nicht so tragisch, weil was die an Querpässen gespielt haben, die Kölner, das geht ja auf Kai Kuhhaut. Zum Glück nicht der Kölner, weil sonst wäre es unser Trainer gewesen, aber der macht ja keine Pässe, von daher passt es ja. Ja, der schreibt sich ja auch anders. Ja, geringfügig. Ich finde, so richtig herausgestochen hat jetzt, also abgesehen von vielleicht Marco Hüller, der den Sieg schon festgehalten hat, jetzt keiner. Und ich empfinde das so ein bisschen als einen Sieg des Kollektivs, also quasi der gesamten Mannschaft, zumal ja auch wir doch einige Ausfälle hatten. Also dieses oft zitierte Rumpftruppe, weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zutrifft. Das fand ich vorher so ein bisschen despektierlich fast gegenüber den Spielern, die da jetzt mit auflaufen dürfen. Und im Endeffekt waren es dann auch in Anführungszeichen, ja gut, es waren insgesamt 9 Ausfälle. Das ist schon sehr, sehr krass. Aber ich glaube, 4 Stammspieler waren es, glaube ich, die pausieren mussten. Mit dem Sieg des Kollektivs, Christian, siehst du das auch so oder hast du da irgendwen jetzt besonders im Auge, der besonders herausgestochen ist am gestrigen Sonntag? Ja, also nee, definitiv Sieg des Kollektivs, weil sie ja auch so, wie dann man es gefühlt, sie gehen so als Einheit da auch raus. Wer mir schon aufgefallen ist und nicht nur wegen dieses traumhaften Zuspiels vor dem Tor, ist halt der Staude, weil der wird ja auch, weiß nicht, der ist jetzt ein Jahr bei uns, der hat einen schwierigen Start. Und dann hat man sich vielleicht jetzt so im Sommer dann gedacht, da glaube ich, hat er dann verlängert, genau. Und irgendwie, da war dann schon die Erwartungshaltung, der wird jetzt so der große Leader und das ist ihm ja irgendwie bislang nicht so gelungen. Ich glaube, der ist auch nicht der Typ und das ist so ein ganz stark kritisierter, finde ich oft. Und der hat mir eigentlich sehr gut gestern gefallen und tatsächlich, aber das ist eher so eine private Fehde mit einem Spätzle, der Talik, den fand ich gestern auch, der wird ja auch sehr, sehr gern und viel kritisiert und irgendwie dem gönne ich es auch. Deswegen sind das so zwei, die ich herausheben möchte. Wen ich so während dem Spiel ein bisschen schlechter gesehen habe, aber da wird mir vielleicht der Bernd auch gleich widersprechen können, weil es wahrscheinlich mit der Positionierung dann einfach zu tun hat, war der Biancardi gestern. Also weil da sind wir auch, also gerade mein jüngerer Sohn liebt ja den Murph und ist immer völlig begeistert, regt sich immer total auf, wenn der dann so viel gefoult wird, was gerade so Saisonanfang viel der Fall war. Aber den fand ich gestern, wir hatten es auch im Ticker sogar dann drinstehen, habe ich so ein bisschen verhalten irgendwie. Aber das sagt der Bernd vielleicht, das könnte vielleicht schon dann an der etwas anderen Rolle liegen, die er da gespielt hat. Naja, und Hiller muss man natürlich herausheben. Also das noch, genau, das ist natürlich unwidersprochen, aber das haben wir ja schon gesagt. Ja, Bernd, wie siehst du das? Ist das jetzt die ungewohnte Position für einen Murph, dass er quasi einspringen musste hinten rechts, weil einfach Deichmann Guden und Wilsch aussetzen mussten? Oder war das auch eine Form der Anordnung, dass er sich erstmal zurückhalten soll und wir das Spiel erstmal beobachten? Gut, also das kann ich jetzt so genau nicht sagen, wie die Marschroute für einen Murph war. Er hat auf jeden Fall in der ersten Halbzeit sehr, sehr viel defensiver gespielt als in der zweiten. Da hat er öfter mal zu einem Flankenlauf angesetzt, wurde dann auch des Öfteren mal bedient. Rausgekommen ist dabei nicht wirklich viel, aber grundsätzlich hat er seine Defensivaufgaben relativ gut gelöst. Man hat es auch ein paar Mal gesehen, da ist der Murph dann ein bisschen weiter vorne gewesen, dann hat der Dressel hinten die Lücke geschlossen.
Der ist dann quasi vom defensiven Mittelfeld in die Fünferkette reingekippt. Haben die ganz gut gemacht. Generell war das defensive Stellungsspiel von 60 super. Also Köln hat kaum Lösungen gefunden im Positionsspiel. Wenn es mal schneller geworden ist, dann sind unsere allerdings schon hinten geschwommen. Und da sind auch die ganzen gefährlichen Situationen, die Köln gehabt hat, dann entstanden. Aber grundsätzlich war das eine solide Leistung und die Position hat er ja schon mal gespielt, der Biancardi. Das war letztes Jahr gegen Unterhaching in unserem Heimspiel. Da hat der Biancardi auch auf der rechten Verteidigerposition gespielt und hat das in dem Spiel ein bisschen besser gelöst. Da war er aber, glaube ich, auch ein bisschen mit mehr Bindung zur Mannschaft, weil er jetzt auch ein paar Spiele pausieren müssen. Von daher von mir keinerlei Kritik an Biancardis Gesamtleistung. In der ersten Halbzeit hätte er vielleicht ein bisschen offensiver sein können. Weiß ich nicht, ob er da einfach so ein Kommando hatte bis zur Mittellinie und nicht weiter. Ja, neben Leandro Morgalla und Alexander Freitag, die, also vor allem Freitag, der dann gestern endlich sein Debüt feiern durfte, nachdem es in Würzburg nicht geklappt hat, würde ich noch gerne auf einen Spieler zu sprechen kommen, der auch in Würzburg eine ungewohnte Rolle hatte. Das war der Tim Linsbichler, der auf der Zehnerposition da angesiedelt war. Auch da ist der Neudecker ausgefallen, wo man schon gesehen hat, dass er sich da nicht so ganz wohl fühlt, glaube ich, dass nicht so seine Position ist. Jetzt haben wir ihn in Köln tatsächlich mal einen Sturm erlebt, weil Stefan Nex quarantänebedingt ja in München geblieben ist. Ich denke, die auffälligste Szene war dann direkt in der 10. Minute, als er um ein Haar das 0-1 schon erzielt hat mit einem schönen Schlenzer. Wie siehst du denn insgesamt die Rolle oder beziehungsweise das Spiel vom Linsbichler gestern? Ich? Gerne du. Ja, war solide. Also hin und wieder war er vielleicht vom Kopf her einen Schritt zu langsam und dann hat ein Spielzug nicht funktioniert, aber grundsätzlich Laufwege stimmen. Hat man auch gesehen vor dem Tor von 60, wenn da der Gregor, glaube ich, nicht seine Position in der Innenverteidigung verlässt und nach außen rückt, ist der Linsbichler dadurch und kann möglicherweise den Ball annehmen und dann quer in die Box reinspielen. Und da hat der Innenverteidiger von Köln gut aufgepasst. Im Endeffekt hat es aber nichts gebracht, weil der Befreiungsschlag, wenn ich es jetzt mal vom Torwart von Köln direkt zum Talik ging und der dann im Prinzip den Gewinn des zweiten Balles vor dem 1-0 ermöglicht hat. Das war also, ja, Linsbichler solide, nichts Herausragendes, aber auch nichts, wo man jetzt großartig kritisieren muss. Der hatte, glaube ich, drei Möglichkeiten. Eine, wo er so alleine aufs Tor zugeht in der zweiten Halbzeit und dann den Ball vielleicht einen halben Meter zu weit vorlegt und der Torwart drankommt. Das war schon schade. Da hätte ich es ihm schon gegönnt, dass er sein erstes Tor für die Löwen erzielt. Aber wenn der so weitermacht, dann fällt es sicher früher oder später. Und wenn man palten können, werden wir an dem noch ganz, ganz viel Freude haben. Sind wir mal gespannt. Jan, dann, wenn ich da kurz einhaken darf, für mich war das ein klares Tor auch dann übrigens. Also der geht da auf den zu und es war mir klar, geil, jetzt fällt, jetzt schießt das. Und dann irgendwie so, ah, das war ganz, also total überraschend fand ich, dass er den nicht irgendwie unterbringt. Aber ja, es war irgendwie unglücklich, weil er ja wurde ja ein bisschen gezogen und so. Ich weiß nicht, ob er sich dann, wenn er sich da fallen lässt, ob er nicht doch auch eine Notbremse quasi provoziert. Und er wollte aber, was ja nicht löblich ist, dann weitermachen. Dadurch vielleicht aber aus dem Tritt gekommen und dann eben den entscheidenden Schritt zu spät, wo der Keeper dann eingreifen kann. Also schade, aber vielleicht klappt es beim nächsten Mal. Kommen wir weg vom Sportlichen hin zu den Giesinger Gedanken, die ja doch ein paar Diskussionen ausgelöst haben, weil wir uns nicht der Rechtschreibung mächtig sind. Nee, das war schon so Absicht. Christian, zunächst einmal du. Also eigentlich waren ja 750 Fans im Sportpark erlaubt. Das waren Pi mal Daumen die Dauerkartenbesitzer von Viktoria Köln.
Das hat gegen Ferl, wir haben das ein bisschen beobachtet, letzte Woche oder vor 2 Wochen besser gesagt, hat das ganz gut geklappt. Das hat sich dann bis zum Spieltag hingezogen. Es waren Tickets verfügbar und am Spieltag war dann auch ausverkauft. Also ganz gemächlich hat sich das entwickelt. So, jetzt kommt der TSV 1860 zu Gast. Wieder Ticketbeschränkungen. Es gab nur für Mitglieder und Dauerkartenverkäufer Tickets eigentlich. Und eigentlich haben wir es reingeschafft, Christian. Wie haben wir das gemacht? Vorab muss ich noch ein bisschen Gescheithaferl spielen. Du hast noch nicht recht, war letzte Woche, weil es war englische Woche und das Spiel gegen Ferl war dann tatsächlich letzte Woche. Gescheithaferl-Modus aus. 750 Karten und natürlich alle waren irgendwie auch auf diesen Online-Shop und dann geht man da rein. Montag, glaube ich, oder Dienstag. Dienstag haben sie die Tickets bereitgestellt und dann so, ihr Code bitte. Ich möchte nicht wissen, wie vielen Leuten es dann so gegangen ist. Und dann probiert man da ein bisschen rum mit Victoria und 1860 und 1904 und tralala. Aber es geht nichts. Ja, und wir gehen jetzt schon ins Detail dann auch, oder? Sehr gerne. Dienstagabend kursierte dann plötzlich ein Code für diesen Ticketshop. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das strategisch so klug ist, wenn wir das jetzt so alles hier ausbreiten. Das nächste Mal machen sie es dann vielleicht anders, irgendwie mit individuellen Codes. Aber es war jedenfalls ein Code für alle Karten. Und also es war tatsächlich dann so, also im Nachhinein, es haben ja auch ein paar Kölner Karten bekommen, aber es war ja schon so, Dienstagabend waren eigentlich all diese Karten, das waren ja mit diesen roten Punkten, mit den Abständen auf dieser Tribüne in diesem Shop, Dienstagabend war da noch relativ viel da, in beiden Blöcken, also in Block 2 und Block 5 waren es ja in der Hauptsache, glaube ich, die überhaupt nur geöffnet oder verkaufte. Und dann ging also ich persönlich bin in diesen Code, den wir sicher gleich verraten, in den Besitz dieses Codes Dienstagabend gekommen und als ich dann am Mittwochmorgen, habe gleich meine Karten, die ich gebraucht habe, dringend gesichert und als ich am Mittwochmorgen rein, also dieser Code wurde ja dann auch noch weiter gestreut und Mittwoch früh waren es dann aber schon deutlich weniger Karten, aber das kann natürlich sein, dass in Köln sozusagen das dann auch, also du, Leute, die Karten gehen irgendwie weg, dass dann die Dauerkartenbesitzer halt auch angefangen haben, aktiv zu werden. Ja, und dieser Code, der war eben so wunderbar. Möchtest du ihn sagen oder soll ich ihn sagen? Du darfst ihn gerne vollständig halten. Ich darf ihn sagen. Familie 1904. Familie mit V geschrieben. Und ja, das war ja dann in diesen schönen Giesinger Gedanken der Anlass, einfach auch mal das V mehr einzusetzen als sonst. Wobei man dazu sagen muss, das ist ja bei denen der ganze Claim irgendwie mit wie Fußball schreibt man mit V oder so ähnlich heißt der. Also bei denen ist das halt alles wegen diesem Victoria und dann ist ja Familie 1904 mit V. Liegt ja ein bisschen sogar auf der Hand vielleicht. Du hast ja diese Geschichte, dass das tatsächlich jemand entschlüsselt hat irgendwie, oder? So ein bisschen kann man das sagen. Es wurde mir so zugetragen, dass quasi jemand 10 Begriffe einfach mal in den Raum geworfen hat. Also wir haben ja auch rumprobiert. Und der vierte Begriff, den er dann so erraten hat oder getippt hat, der war das dann tatsächlich auch. Und dann ging es halt rasend schnell, dass der sich natürlich, wie es dann ist, verbreitet hat. Ich dachte persönlich erst, dass die irgendwie die Mitgliedsnummern oder sowas verwenden. Also quasi eine Nummer, die es nur einmal gibt und wo man überhaupt nicht rankommt. Und so freudiger war ich dann natürlich, dass ich Karten bestellen konnte. Es war auch keine Limitierung. Also man konnte, ich habe dann gleich mal 5 geordert für den Thomas von uns mit, dann noch für einen Freund, der aus Luzern gekommen ist und für einen Befreundeten, der aus Hamburg angereist ist, wo wir wieder bei der Nadja vom Eingang sind. Da hat er nämlich fast den Zug nicht erwischt, weil da war tatsächlich Samstagabend so ein Sturm im Norden, dass der Zugverkehr dann eingestellt wurde in Hamburg und der kurzzeitig Panik hatte, dass er doch nicht einreisen kann. Wir haben uns schon überlegt, wie wir jetzt das Ticket noch geben könnten, aber schlussendlich ist dann noch alles gut gegangen, sodass wir da in der angestammten und dachten Runde quasi vor Ort sein durften. Normalerweise ist es ja dann so, dass man irgendwie, wie soll ich sagen, also ich, wenn du sagst, du bist jetzt da auswärts, 750 Leute, das ist ja eher so, wie viel werden das dann von uns sein? Das ist ja dann eigentlich auch fast unerheblich, ob es jetzt 50 sind, 200 sind, keine organisierte Fanszene dabei. Ist es dann irgendwie geil in so einem leeren Stadion, auch wenn man jetzt so das Bild sieht? Aber ich sag mal, dieses Spannungsmoment war dann ja irgendwie, wie viele werden wir denn? Wie viele werden wir denn sein? Und es gab ja hier auch Menschen, auch aus unserem Redaktionskreis, der, ich glaube aber leider nicht in der letzten Sendung, aber im Off der letzten Sendung gesagt hat, ja, die 30 Hansel oder so, 30. Die so Zahl war ist, das. Glaube ich, ja, hoffentlich hört er auch uns dann mal hier zu. Grüße in den Urlaub, by the way. also ich war mir sicher, dass es mehr als 30 sind, aber
ja, wie viel weiß man dann letztlich nicht. Und wir waren dann tatsächlich, weil wir eben in Köln nächtigend waren, auch 10 Minuten zum Stadion im Auto gefahren und haben dann um 11 waren wir schon vor Ort, halt um auch die anderen dann so dort schon begrüßen zu können. Und da war da schon so nur Löwenfans irgendwie im Stadionumfeld am Rumwieseln. Ich habe tatsächlich noch gedacht, man muss ein bisschen schauen, dass man auf jeden Fall mal keine Schale oder so nicht erkennbar ist, weil ich weiß nicht, in letzter Instanz sagen die, nee, die ist nur für Einheimische und dann kommst du halt einfach, also auf blöd, kann das immer passieren. Da waren aber nicht alle so vorsichtig. Naja, genau. Und ja, und dann waren es ja doch ein paar. Die Zahlen gehen jetzt ein bisschen auseinander tatsächlich, so wie viel es jetzt wirklich waren, weiß ja irgendwie keiner. Ah ja, was ich noch gerne anmerken würde, wahnsinnig, also was ich geil fand, auch von den Ordnern und dort und so, die haben das ja, ja, jetzt kommen halt dann da die Münchner rein, ja, so, also es war nicht irgendwie so, dass man jetzt das Gefühl hatte, das ist jetzt nicht okay, dass wir da sind, ich meine, unterm Strich waren wir da nicht vorgesehen, oder, also, wie hast du das wahrgenommen? Ja, das ist auch so, dass ich meine Wahrnehmung, und deswegen habe ich die Giesinger Gedanken auch so dem V gewidmet, also das Slogan ist übrigens der Vollständigkeit, aber das V steht für Fußball, Fußball auch wieder mit V geschrieben. Und ja, so eine Mischung aus kleiner Entschuldigung und Dankbarkeit, dass sie uns quasi da vor Ort doch trotz der Überraschung, also sie waren auch am Spieltag immer noch völlig perplex, wie viele Löwen jetzt da sind. Ich würde es mal auf 150 tippen, aber es können auch 100 sein. Aber es waren auf jeden Fall einige, die dann da in ihrem Block 5 quasi ja, machen und schalten und walten konnten, wie sie wollten, weil die Ordner eben auch sehr entspannt waren, das ist angesprochen. Und deswegen ein kleines Dankeschön an dieser Stelle in Richtung Höhenberg. Sehr coole Aktion. Wir hoffen, dass das mit dem Code nicht mehr nötig sein wird im nächsten Jahr, wenn es dann nochmal zum Aufeinandertreffen kommt, dass wir dann wieder regulär links vom Christian quasi im Gästeblock stehen können, auf dem Bild hinter ihm und dass wir dies einfach nicht mehr nötig haben, euch quasi da die Tickets in Anführungszeichen zu klauen, aber trotzdem war es ein richtig cooler Tag für alle und ja, ich denke, wir erinnern uns noch gerne daran, der Thomas spricht übrigens tatsächlich von einem der geilsten Erlebnisse mit 60 in 40 Jahren, also das mal vielleicht zur Einordnung. Der freut sich immer noch wie ein Schneekönig, dass das geklappt hat. Gut, denke, dann machen wir einen Haken dran an den letzten 3 Punkte der Löwen und kommen mal zum brandaktuellen Thema, was heute dann schlussendlich vollstreckt wurde, sage ich mal, oder beantragt wurde. Das ist nämlich die vermeintliche Nummer 2 der Stadt München, muss den Insolvenzantrag stellen. Wie es weitergeht, ist erstmal unklar. Zunächst mal ist eben nur klar, es werden dann wohl die 9 Punkte Abzug werden. Es gibt auch Gerüchte, dass es sogar 11 sind, weil da vorher noch ein Lizenzverstoß vorlag. Das wären 2 Punkte und dann kommen jetzt nochmal die 9 Punkte oben drauf. Da weiß ich gar nicht, wie die Regularien sind. Ich denke, ob es 9 oder 11 sind, wird relativ egal sein. Die stecken ja eh schon unten drin und es wird auf jeden Fall eine sehr harte Nummer für sie, da wieder rauszukommen, wenn sie überhaupt wieder weiterspielen. Also wir reden natürlich von Türkgücü München. Christian, du warst ja eigentlich akkreditiert, bevor das Spiel dann abgesagt wurde im Olympiastadion. Wie siehst du denn jetzt die Entwicklung der letzten Tage mit der heutigen Spitze quasi? Muss immer ein bisschen vorsichtig sein natürlich. Und auch wir schütten hier jetzt keine Helme aus oder so. Das ist ja immer irgendwie dann leicht im Nachhinein. Aber ich finde es schon spannend auch, dass sie es dann doch noch bis heute rausgezögert haben. War ja letzte Woche haben es ja die Spatzen schon von den Dächern gepfiffen. Aber quasi so die Unterstellung, sie haben es rausgezögert bis heute, damit es umso schwieriger wird für die Konkurrenz dann auch, sich dann noch an den Spielern zu bedienen, falls sie am Spielbetrieb erstmal weiter teilnehmen. Genau, das liegt dann natürlich schon auch ein bisschen auf der Hand, wobei man dann auch wieder sagen muss, Mai, am Ende des Tages, wann sie es dann letztlich machen, ist deren Sache natürlich. Spannend fand ich noch, dass es heute Morgen aber plötzlich dann wieder so Stimmen gab, das wäre alles nur aufgesetzt irgendwie und es stimmt alles gar nicht und die wären in letzter Sekunde, weil das war wohl die letzten Jahre doch schon mehrmals so, wobei so extrem wie diesmal war es ja nie, aber so, das wäre nur aufgesetzt und heute werden sie dann ihre Rettung vermelden, dann kann sich der Investor auch oder der wie heißt der? Kivran. Kivran da feiern lassen als großer Retter und das fand ich dann schon wieder seltsam irgendwie und habe dann gedacht, komm, lass einfach auf uns zukommen. Aber dann kam ja auch die Meldung eben und dann ist es sozusagen dieses Kapitel halt auch irgendwann wieder abgehakt. Lustig finde ich, dass uns vor einem Jahr oder gar nicht allzu langer Zeit die noch als das große Vorbild auch vorgestellt oder dargestellt wurden und da, so muss 60 auch arbeiten. Dann muss ich jetzt doch sagen, bin ich ganz froh, dass bei uns ein bisschen anders gearbeitet wird. Kann man, denke ich, so festhalten, lieber nicht.
Ja, Stand heute Nachmittag gab es gerüchteweise noch keine Freigabe für irgendeinen Spieler. Also sie versuchen wohl den Spielbetrieb weiter zu erhalten. Das ist, glaube ich, auch das Ziel des DFB, dass quasi möglichst die Liga fortgeführt wird. Das würde ja den Löwen in die Karten spielen. Ich habe es, glaube ich, schon geschrieben. 7 von, glaube ich, 9 Konkurrenten vor dem Spieltag waren es zumindest so, haben gegen Türkgücü gewonnen in der Hinrunde und wir nur einen Punkt geholt. Das heißt, wir würden, wenn es denn so käme mit Annullierungen, tatsächlich 2 Punkte aufholen. Aber das warten wir jetzt einfach mal ab, wie die nächsten Tage sich da weiterentwickeln. Es gibt da wohl jetzt ein eigenes Sportgerichtsverfahren, das dann darüber entscheiden wird. Jetzt ist nicht mehr ganz so viel Zeit, Bernd. Wir haben schon 17:30 aktuell. Unwahrscheinlich, dass jetzt vielleicht noch am Transfermarkt was passiert heute Abend, aber es ist natürlich noch möglich. Würdest du da jetzt jemanden konkret sehen, der tatsächlich zu den Löwen noch wechseln könnte? Das ist ja das Gerücht Tim Rieder ganz hartnäckig in den letzten Tagen schon gewesen. Oder siehst du da auch gar keinen Bedarf zwingend jetzt in Hinsicht auf Türkgücü? Und Köln hat ja auch betont, dass man unbedingt ja den Charakter der Mannschaft quasi treffen muss. Siehst du da jetzt noch einen potenziellen Kandidaten, der heute Abend noch die Straßen wechseln könnte innerhalb von München? Also, wenn ich jemanden holen würde, dann wäre es der Irving. Der kam im Sommer aus Schottland. Ist ein zentraler Mittelfeldspieler, kann auch im defensiven Mittelfeld spielen. Der wäre ganz geil. Ansonsten, über den Tim Rieder möchte ich jetzt nicht unbedingt reden. Das ist jetzt, den kennen wir alle. Braucht jetzt nicht, meiner Meinung nach. Also, dass man darüber redet, wenn er zu uns kommt, bitte. Und ansonsten, wer könnte noch interessant sein? Vielleicht der Mikkels im Sturm, aber da sind wir eigentlich auch, denke ich, mit Lex, Bär, Linsbichler ganz gut aufgestellt. Sehe ich jetzt nicht zwingend Handlungsbedarf und ich persönlich bin ja auch ein wahnsinniger Fan von dem jungen Knöferl. Der hat mir, wenn er auf dem Platz gestanden ist, immer sehr gut gefallen. Dem würde ich auch ein bisschen mehr Einsatzzeit gönnen. Aber ja, das ist so das. Und der Kusic ist ja auch schon mal ein bisschen durch die Gazetten gegeistert, dass 60 da Interesse haben sollte. Abwehrspieler, Außenverteidiger, kann man drüber nachdenken, muss man aber nicht. Dann lassen wir uns mal überraschen. Irving hat es dir angetan, Bernd, gell? Ich unterbreche immer, aber den hast du schon mal irgendwie, glaube ich, im Zuge des Spiels im Sommer irgendwie ziemlich gelobt, habe ich in Erinnerung. Ja, also von dem halte ich schon relativ viel. Also wer schottische Premier League spielt hat, der sollte ja durchaus ein relativ feines Füßchen haben, wenn er Mittelfeldspieler ist. Dann lassen wir uns überraschen, ob heute Abend was passiert in den letzten Stunden des Transfermarkts. Das Duell am 16.02., das ist jetzt schon terminiert worden. Ob das jetzt stattfindet, ist natürlich noch fraglich, haben wir schon gesagt. Spielbetrieb ist unklar. Es wären dann 10.000 Zuschauer nach aktuellem Stand im Olympiastadion, wobei sich am 9. Februar ja nochmal die ominöse Ministerpräsidentenkonferenz treffen möchte und da auch eine einheitliche Linie tatsächlich entwerfen möchte für Zuschauer in Deutschland. Nun ist es so, was auf jeden Fall stattfindet, ist das Spiel gegen Eintracht Braunschweig. Das ist das nächste Duell. Und das wird wieder mit Zuschauern stattfinden. Zunächst mal eingangs die Frage, Christian. 3.750 Zuschauer, also 25% in Giesing reicht. Zufrieden, dass überhaupt was geht oder unzufrieden? Ich bin unzufrieden und total genervt und eigentlich schon nah dran zu sagen, komm, ich gehe am Wochenende gleich 2 Tage Skifahren, bin über Nacht gar nicht in München und verzichte da freiwillig. So war die Stimmung vorher. Jetzt hat sich das Skiwochenende wieder ein bisschen zerschlagen. Jetzt bin ich doch wieder so drauf, dass ich mich zum Zeitpunkt unserer Ausstrahlung oder Aufnahme jetzt hier, ist es ja dann eben morgen, bemühe um Karten. Aber eigentlich bin ich genervt davon, weil ich, wie gesagt, überall in Belgien, ja, da waren 70% Auslastung. Waren zwar nur 3.000 da statt 6.000, die gekonnt hätten, aber überall geht's. Und also ich tatsächlich fand es auch, natürlich war das toll, dann gegen Würzburg zum Beispiel, da waren es ja auch diese 3.750, das war schon geil, nach 1,5 Jahren wieder mal ins Stadion zu kommen, aber wenn man jetzt halt im Herbst gegen Schalke mit 15.000 drin war, dann
finde ich das jetzt relativ reizlos gegen Braunschweig wieder vor diesen knapp 4.000. Ich mache aber da natürlich 60 keinen Vorwurf, sondern insgesamt dieser Regulariumswut. Und gut, ich habe da ja auch eine klare Ahnung. Wir wollen ja auch nicht über Covid reden, aber wir sind da im Freien. Die Leute haben eine Maske auf. Ich verstehe tue ich es nicht, aber wahrscheinlich bin ich halt dann am Sonntag doch auch wieder drin, wenn ich Glück habe bei der Ziehung der Tickets. Ja, jetzt ganz brandaktuell, wo du schon ansprichst mit dem im Freien, haben Borussia Dortmund und auch der 1. FC Köln angekündigt, mit einem Eilantrag, also der soll wohl morgen ins Gericht gehen, dagegen vorzugehen. Der zielt vor allem auch darauf ab, dass eben in Innenräumen und im Freien eben Ungleichheiten herrschen, dass teilweise im Innenräumen mehr erlaubt sind, was ja eben auch wirklich, also brauchen wir nicht drüber diskutieren. Und die haben jetzt auch nach aktuellem Stand, das ist ja das gleiche wie wir jetzt in Köln im Sportpark Höhenberg, die hätten nur 750 Zuschauer, was natürlich jetzt auch im Signal Iduna Park und in Köln natürlich ja, das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein ist. Da wird man sicherlich mal sehen, ob das jetzt ein Präzedenzfall wird und dann entsprechende Folgen vielleicht sogar noch vor dem 9. Februar auch für Bayern vielleicht dann kommen. Aber zunächst mal ist es, wie es ist. Morgen um 10, also wahrscheinlich, wenn der Talk schon online ist, sind die Karten vermutlich schon alle weg. Startet der Vorverkauf, wieder nur Dauerkartenmitglieder ohne Code, einfach nur so im hinterlegt im eigenen Konto, im Online-Shop. Und dann wünschen wir auf jeden Fall nachträglich viel Erfolg für alle, die rein wollen. Wir sind gespannt. Soll ja dann gegen Halle wieder alle gesperrt sein, die quasi das Glück haben, gegen Braunschweig reinzukommen. In den letzten Monaten 2021 hat sich da der Andrang doch recht in Grenzen gehalten, sodass eigentlich jeder, der wollte, zu jedem Spiel reingekommen ist. Kommen wir noch zum Sportlichen. Braunschweig liegt jetzt auf Platz 5, die haben allerdings auch 2 Spiele weniger absolviert, also stehen auch bei 22 Spielen. Und die könnten so die erste richtige Härteprüfung sein, sagen wir mal. Nicht richtungsweisend, sondern einfach mal eine Härteprüfung. Mal ein Gegner, der in der oberen Tabellenregion steht, wo die Löwen, ja, das haben wir schon öfter gesagt, noch nicht siegen konnten. Bernd, was erwartest du für den Samstag? Rechnest du dir 3 Punkte aus oder wird das wirklich eine ganz harte Nummer? Ja, ich nehme schon an, dass es eine harte Nummer wird. Allerdings muss man auf der anderen Seite natürlich auch sagen, dass Braunschweig bei uns daheim haben wir eigentlich immer ganz gut ausgeschaut. Lassen wir uns generell überraschen. Ich habe noch nichts gesehen von Braunschweig. Ich kann der Art und Weise, wie Braunschweig jetzt spielt im Vergleich zum Hinspiel, gar nichts sagen. Und ja, also es wird ein heißer Tanz werden. Schlagen können wir jeden in der Liga, bin ich immer noch vollkommen der Meinung. Und deswegen gehe ich da guter Dinge ran, jetzt mal ohne ein Spiel gesehen zu haben. Was möglicherweise relativ interessant ist, ist, dass Braunschweig sowohl, wenn sie den Ball viel haben, als auch wenn sie wenig Ballbesitz haben, immer dafür gut ist, dass sie trotzdem das Spiel zu ihren Gunsten entscheiden können. Also quasi eine echte Spitzenmannschaft, die uns da erwartet. Ja, genau, das kann man so sagen. Also da ist in alle Richtungen alles möglich. Es ist natürlich auch so, dass das Braunschweig hin und wieder an sich selbst scheitert. Also jetzt am Wochenende gegen Zwickau, das habe ich gelesen, haben die 30 Schüsse abgefeuert und nicht getroffen. Das ist meine Hausnummer. Da sind die Löwen zum Glück deutlich effizienter unterwegs zurzeit, was du ja auch in der heutigen Taktiktafel angesprochen hast, dass es eben uns auszeichnet, vielleicht gerade aktuell die effizienteste Mannschaft der Liga sind. Christian, ich will dir jetzt gar keinen Ergebnistipp aus dem Bauch heraus leiern, sage ich mal. Ich weiß gar nicht, haben wir den nicht sogar schon abgegeben in der Folge mit dir als Moderator? Da war das Spiel nicht mehr dabei, ne, Braunschweig? Nee, da haben wir nur über Türkgücü und Lautern geredet. Ach, Lautern, genau, das wäre ja auch noch. War das abgesagte unter der Woche, genau. Ja, nee, aber kein Ergebnistipp, sondern einfach aus dem Bauch heraus deine Einschätzung, was uns am Samstag erwartet oder ergebnistechnisch. Also meine Einschätzung ist, du gewinnst ja nicht alles, das geht ja gar nicht.
Du wirst irgendwann auch mal wieder zumindest einen Punkt nur holen. Und ich würde jetzt gefühlt erwarten, dass wir da nur einen Punkt holen. Wenn es doch anders kommt und wir gewinnen, ja, dann sind wir aber langsam reif für Höheres. Also das ist so meine Vision. Und wenn wir verlieren, dann ist sowieso wieder alles schrecklich und dann muss der Trainer weg. Und also Ironie natürlich. Aber das kennt man ja bei uns. Es gibt nur hoch oder unten. Also lassen wir uns überraschen. Vielen Dank an eure Teilnahme. Vielen Dank für Christian an die Eindrücke aus Köln. Vielen Dank für Bernd für die sportliche Einordnung des Geschehens auf dem Rasen. Und dann hören wir uns nach dem Spiel gegen Braunschweig wieder in Folge 45. Bis dahin, servus, schönen Abend. Vielen Dank auch für deine Moderation und ebenfalls euch beiden einen schönen Abend. Ja, merci, für's euch.